Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Chernobyl Light. In der letzten Folge, glaube ich, ist schon ein bisschen her, seit ich aufgenommen habe, haben wir, glaube ich, einen Hubschrauber vom Himmel geholt. Holy shit, wir haben echt schon fast alle Sachen hier geschafft, okay. Und, ja. Heute schauen wir, dass wir weitermachen. Denn wir haben, glaube ich, immer noch drei Missionen. Ne, oder nur zwei. Und warum bin ich schon wieder angeschlagen? Ist meine Heilung, okay. Beruhigungssalbe, dann... Ey, echt jetzt? Einmal das hier, Antistrahlungsmedizin. Aber ich glaube, ich nehme nur eine, weil wenn wir jetzt ein verstrahltes Gebiet gehen, dann... passt es ja. Dann kann es nicht so viel Strahlung wieder wegnehmen. Also so viel Herzen, meine ich. Herzen vor allem. Gesundheit, jetzt. Ich bin trotzdem noch angeschlagen. Egal. Da schicken wir Sashko hin. Da machen wir Tarkan. Wer bleibt in der Basis? Beziehungsstatus schlecht. Okay. Aber was machen wir? Entführung von Koslov oder... Ich glaube, ich mache das hier mal. Die Unterlagen holen. Could this be a turning point, Igor? Having such a powerful ally in this place could change everything for you. But then again, you've always been so trusting. I hope it won't be your downfall. Ja, vor allem, weil wir den Hubschrauber, den wir letzte Folge runtergeschossen haben, vom NRA ja unser Freund hier drin war. Ich weiß nicht. Es könnte sein, dass das uns, wenn wir den am Leben lassen, uns irgendwann in den Arsch beißen wird. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann die Aufgabe, ihn zu töten. Dann muss ich echt überlegen, ob ich ihn am Leben lasse oder nicht. Okay, hier gibt es diese eine Sache zum Gucken. So. Aha. Durchrennen. Ich glaube, hier unten erwarten wieder Gegner auf mich. Und holy shit, wieso ist hier alles so schnell zu? Und ich verstehe immer noch nicht, was hier das Problem ist. Das ist dieses Gebäude mit dem Mädchen da. Aber wenn wir nicht reingehen, mit der Puppe meine ich. Aber immer wenn ich reingehe, dann verschwindet der Punkt. Also muss ich irgendwas finden dort. Ich weiß allerdings nicht was. Ach komm. So, einfach weg. Er wickelt sich, glaube ich, weg von mir. Das heißt, ich kann ein bisschen so laufen. Irgendwie hier, aber ich verstehe es noch nicht ganz. Auf dem Dach unter mir. Auf jeden Fall ist hier Essen. Warum ist hier immer irgendwas? Ich verstehe es noch nicht ganz. Okay, einfach jetzt zur Story-Mission gehen. Okay, einfach laufen. Okay. Das sind einfach nur Teile.
Da ist immer noch dieser eine Rucksack. Alter, das ist sehr, sehr viel Luft hier drin. Ich frage mich eigentlich, ob das diese... Das sind alles Fallen, die ich bauen kann. Weniger Monster. Ja, ich glaube, das baue ich sogar. Am besten da hier rein. Na gut, das sieht man zwar volle Kanne, aber... Egal. Ich hoffe halt nur nicht, dass die Monster die Mission, die Kacke da... So. Weg. Alter, es tauchen hier immer mehr Chernobylit-Monster auf. Ich glaube, ich hätte am Anfang schon diese Maschinen bauen sollen. Ich glaube tatsächlich, das greift mir jetzt in den Arsch, dass ich nichts baue. So. Ich finde es geil, dass ich endlich diese Gegner scannen kann, ne? Aber teilweise erkenne ich sie so auch nicht. Und da fällt mir ein, ich habe letzte Folge auch Chernobylit-Brenner gemacht. Das heißt, wir könnten... Was habe ich denn da? Das heißt, wir könnten... Wenn uns irgendwann mal Chernobylit den Weg versperrt und ich einen Brenner brauche, aufmachen. Okay. Irgendwas stimmt hier nicht. Wenn ich hier jetzt scanne, da kommen bestimmt irgendwelche Monster. In dem Gebäude sind auch Safe Monster. Dieses Gebäude wird auch immer mehr mit Chernobylit verfressen. Tatsache, das Geräusch ist tatsächlich das Chernobylit. Ja, wenn jetzt gleich wieder der schwarze Stalker auftaucht, ne? Über mir. Okay. Fucking hell, Alter. Moment. Ich muss noch weiter rauf. Okay, ich sehe keine Monster, aber das könnte auch irgendein Fehler sein. Also das Chernobylit macht mich gerade fertig, ne, die Geräusche. Du.
Wo ist der Rotz? Wo ist denn der? Da ist er. Hä? Scanner? Du Kacke, ich muss sogar da hinten hin. Stimmt, ich muss aufs Dach, aber wie komme ich aufs Dach hoch? Warum ist hier schon wieder nicht rot? Ach du Kacke, wo muss ich denn hin? Fuck. Ich habe das Gefühl, das teleportiert sich zwischen den Stockwerken, das Monster. Okay. What the fuck? Was bist du denn für ein Monster, ey? Oh, these must be the documents Professor Semenov left for me. Okay. Ich weiß gerade nicht. Wir müssen eigentlich... Wenn ich mich gut anstelle, kann ich vielleicht später rausreden. Ach du, ich habe doch keine Ahnung, ey. Jetzt halt entscheiden, ob ich weglaufe vom NAR oder mich fangen lasse. Der Rattenkönig ist sowieso gerade extrem hassig auf uns. Also der Rattenfänger, sorry. Aber ich könnte halt extrem gute Informationen kriegen, ne? Der schwarze Stalker wahrscheinlich, ja? Notify me as soon as the patrol has returned, Sergeant. Welcome back to the world of the living, Kaminiuk. At least for the moment. The name's Kozlov. I'm chief of NAR security. But perhaps you figured that out already.
You know, I have plenty of crap to deal with every day. Guarding the exclusion zone against trespassers and lunatics who harass my men and refuse to let us conduct our business in peace. If you were just another dark tourist or stalker, or whatever these idiots call themselves nowadays, it would make my job much easier. But we both know that's not the case. Now, are you ready to drop the act and speak with me man to man? Very well. We're developing something big here. Something important. You know this. It's the reason you're here, isn't it? You may find this hard to believe, but all this is simply business. NAR paid the Ukrainian government a fortune to lease this land. Yet we are treated like a hostile occupation force. And for what? The zone is filthy with dangerous radiation. These busybodies would rather die of cancer than live a long, happy life tending their gardens. If anything, we're doing those crazy Samoshas a favor by keeping them out of harm's way. Wouldn't you agree? The patrol has returned, sir. They say they have news. Perfect. And about time. Excuse me, Kamenyuk. I will return momentarily. Okay, ich kann mich nicht bewegen. Gar nichts. Wir haben eigentlich so viele NAR-Soldaten geholfen, die müssen uns mal freilassen. Da haben wir wieder das Klischee. Umfallen vom Stuhl bringt sowas zum sofortigen Lösen von Fesseln. Musst du die zurückholen. Oh. Okay. Bericht 0477C Kernkraftsicherheitsprüfung. Angesehen des jüngsten Vorfalls wurde ich vom NAR-Vorstand autorisiert, eine Prüfung unserer momentanen Sicherheitsmaßnahmen im Wladimir Ichis Line Kraftwerk sowie des generellen Gefahrenbewusstseins der Mitarbeiter durchzuführen. Zugangspunkte und wichtige Bereiche der Anlage. Die Eindringlinge konnten durch die Kanalisation in das Kraftwerk eindringen, obwohl der Eingang rund um die Uhr verschlossen sein und nur zur Wartung geöffnet werden sollte. Am Eingangstor sind nicht genug Waffen stationiert. Außerdem habe ich einen Mann beim Schlafen im Dienst erwischt und seinen Namen an die Personalabteilung weitergeleitet. Es gibt keine Ersatzbirnen für das Flutlicht. Und die Hälfte der Überwachungskameras funktioniert nicht richtig. Digitale Sicherheit. Unsere Server sind angemessen vor Zero-Day-Angriffen gesichert. Aber die koordinierte Attacke eines Black-Hat-Teams könnte unsere Operation ernsthaft gefährden. Mehrere Mitglieder des Forschungsteams haben auf populäre soziale Medien zurückgegriffen und eine Person sogar auf eine mit Malware infizierte Pornoseite. Ja, moin. Bei der Inspektion des Energieverbrauchs unserer Server stelle ich fest, dass einige unserer Mitarbeiter neben der Arbeit Bitcoin schürfen. Ich habe ihren Namen an die Personalabteilung weitergeleitet. Kann man halt probieren, ne? Wenn du halt vorhast zu sterben, aber egal. Training des Sicherheitspersonals. Sicherheitspatrouillen sollten alle 15 Minuten stattfinden, nicht nur 30. Ich habe gehört, dass einige unserer Mitarbeiter regelmäßig Anzeichen von Trunkenheit zeigen. Ich empfehle die Einführung verpflichtender Alkoholtests vor und nach jeder Schicht. Helikopterrunden sollten von Drohnen begleitet werden. Wichtige Vorfälle. Bericht des Eindringens ist in das Kraftwerk übermittelt an General Koslov. Fazit und wichtigste Ergebnisse. Die aktuelle Sicherheit im Kraftwerk ist völlig anzureichend. Ich empfehle sofort, Finanzmittel von anderen, weniger wichtigen Projekten abzuziehen und dringend nötige Verbesserungen vorzunehmen. Und die Sicherheitsmaßnahmen minimal zu verstärken. Codename Schwarze Stalker. Okay, aber jetzt wissen wir, dass unser Freund uns wahrscheinlich gerade in eine Falle gelockt hat. Das heißt, das nächste Mal, wenn ich ihn treffe... Was, Oliver? Ja, moinsen. Hä? Ist das ein Labyrinth hier? Ach so, hier haben wir doch den Jungen befreit, oder nicht? Ach du Scheiße, ja. Das war hier.
Das heißt... Wir werden hier erstmal mit einer Schrot rumlaufen. Ihr macht keine Ausrüstung mehr. Okay. Alter, warum zum Geier laufe ich hier gerade rum, ey? Und ich habe gerade echt Oliver zählen. Okay, irgendwie müssen wir schauen, dass wir zu Oliver kommen. Wieso bleibt er jetzt da stehen? Da oben ist auf jeden Fall Oliver, glaube ich. Da ist Oliver hier oben. Ich glaube ja. Komm schon. Kann ich den einfach so ausschalten? Ja! Ja! Holy shit! Gut. Das heißt, hätten wir uns jetzt entschlossen, hier nicht herzukommen, hätten wir sie nicht retten können, oder wie? I'll get you out of there. Oh, thank God. Whenever you're ready, Igor. I need to find my gear, so I can get him out. Just in time, Igor. Okay, Olivier. Oh, thank God. I need to find... So, irgendwas ist da drüben auf jeden Fall auch noch. Das heißt, wenn wir hier fertig sind mit Oliver, müssen wir wieder zurück, wenn wir unsere Ausrüstung haben. Ah, naja. Ich würde sagen, ich beende die Folge jetzt erstmal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge schauen wir, dass wir Oliver hier rauskriegen. Ciao. Euer Gladius.